Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben alle Glück. Wir alle wohnen in einer Wohnung oder im Haus. Ja? Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Laut unserem Antrag und der Statistik, der offiziellen Statistik, gibt es 12.000 Menschen ohne Wohnung in Berlin. Und das ist doch echt ein Skandal. Es kann doch nicht angehen, dass wir anstatt solche Dinge wie dieses Europaviertel am Hauptbahnhof bauen, ja, wo die Anzahl günstiger, bezahlbarer Wohnungen ein absoluter Witz ist. So. Ja, ich stehe auch voll auf die Berliner Mischung. Aber sowohl im S-Bahn-Ring als auch außerhalb vom S-Bahn-Ring, also ich komme aus Reinickendorf, auch da ist die Mischung immer weniger gegeben. Natürlich im S-Bahn-Ring, in den Bezirken wie Neukölln oder Kreuzberg, die schon immer von ihrer Vielfältigkeit gelebt haben. Dort werden die Menschen verdrängt. Es entstehen immer mehr Luxuswohnungen und die Menschen werden weggentrifiziert. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wohnen bald dort nur noch reiche Menschen, die in irgendwelchen Luxuswohnungen. Und darauf habe ich keine Lust. Die Menschen, die unsere Bezirke so vielfältig gemacht haben, die können sich dort die Miete nicht mehr leisten. Und da helfen wirklich nur Milieuschutzgebiete, ein Verbot von explodierenden Mieten, wir haben ja nachher noch so einen Antrag dazu, und auch das Volksbegehren ist ein richtiger Schritt in die Richtung, dass sich alle Menschen auch in diesen Bezirken die Mieten leisten können. Energetische Sanierungen sind gut und wichtig, aber sie dürfen nicht als Ausrede für Mieterhöhungen dienen. Denn ökologisch muss immer gemeinsam mit sozial gedacht werden. Wie kann das Land Berlin nur 200.000 Wohnungen verkaufen? 200.000 Wohnungen, das ist so eine unvorstellbare Zahl. Und solche Fehler dürfen sich nie wiederholen und da müssen wir ganz stark drauf achten. So, ich möchte auch noch kurz auf studentisches Wohnen eingehen. Als ich im September in Berlin eine Wohnung gesucht habe, bei WG gesucht und anderen Portalen, fand ich irgendwelche absurd teuren Zimmer, 400 Euro für 15 Quadratmeter, irgendwo im Prenzlauer Berg, in Neukölln oder in Friedrichshain-Kreuzberg. Aber ich will und ich kann keine 400 Euro für ein Zimmer in einem der angesagten Bezirke zahlen. So, Wohnen im Studentenwohnheim ist sowieso unmöglich, wenn man neu nach Berlin kommt, weil wenn man nicht gerade 20 Minuten von der nächsten S-Bahn-Station irgendwo in den Außenbezirken wohnen will, dann wartet man darauf mindestens 6 bis 12 Monate. Und auch viele meiner Kommilitonen mussten anfangs in Hotels oder bei Freunden und Verwandten wohnen. Zum Schluss möchte ich noch kurz etwas zum Thema Ferienwohnungen sagen. Erst gestern habe ich irgendeine Statistik von Airbnb gelesen, diesen schönen Vermietungsportal. Berlin boomt, aber es kann doch nicht sein, dass Wohnungen für Ferienwohnungen zweckentfremdet werden. Deshalb lasst uns gemeinsam kämpfen für eine soziale Mietenpolitik und gegen Mietspekulation und Luxussanierung und vor allem gegen eine Wohnungsnot. Dankeschön.